Hallihallo, hallo, willkommen zurück bei Fishing Planet, dem Angelsimulator. Mein Name ist Müsa. Wir waren schon hier am Angeln. Sind quasi immer noch am Angeln. Und wir versuchen immer noch auf Barsche zu gehen. Was ich aber noch nicht so ganz raus habe. Deshalb haben wir in der letzten Folge schon ein paar Forellenbarsch gefangen. Wir haben Schnur gelassen, weil wir uns festgehakt haben. Wir haben einen Wels gefangen, auf dem wir gegangen sind, weil Barsche nicht anbeißen wollten. Fisch versuchte anzubeißen, ist aber entkommen. Ja, das kapiere ich hier noch nicht, wann ich hier jetzt anreißen muss hier, dass der Fisch dann auch da ist, ne? Wenn die Angel draußen ist. Aber ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Wir probieren es aber noch einmal. So, das kommen wir auf 44 Meter noch. Ah, und wir haben etwas an der Angel. Das ist wunderschön. Der kämpft natürlich mit uns, der kleine Lümmel, ne? Der will's wissen. Der will's wissen. Ja, und er wechselt jetzt die Seiten. Ja, so ein schöner Kampf mit ihm hier, ne? So, wann haben wir dich denn, Schätzchen? Komm und zeig dich, Kollege. Ein Jungforellenbarsch von fast einem halben Kilo. Das hat sich doch auch schon wieder gelohnt, würde ich sagen, oder? Den werden wir natürlich auch behalten. Wir werfen wieder dort hinten hin. Ich dachte immer, so Fische fängt man mitten aus dem See raus und nicht mehr am Rand. Naja. Trophäenwels gefangen. Ich habe noch nichts mit Trophäe gefangen. Stumpfnasen-Zwergdöbel. Fisch. Was ist das? Ah, wir haben wieder was an der Angel. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Und wir sind doch schon bei 1,236 gefangenen Kilos in unserem Stringer. Und was ist das? 0,392 Kilo. Auch den behalten wir. Ich muss mich echt einfuchsen, wofür man die beste Knete kriegt. Die meisten Moneten. Das sind halt nur die Forellenbarsche, ne?
Wie wir jetzt auf andere Barsche gehen können, weiß ich noch nicht. Aber ich bin ja schon zufrieden, dass wir überhaupt Barsche fangen. Nachdem es am Anfang schlecht aussah. Nur junge Forellenbarsche bis jetzt. So, wir haben wieder einen Fisch an der Angel. Ja, bleib hier. Danke. So, jetzt haben wir ihn gleich. Und zwar ist es ein junger Forellenbarsch. Auch den behalten wir. So, jetzt aus Spaß gehen wir hier unten hin und gucken, ob wir da was finden. Ich bin jetzt nur für einen Tag hier hingereist. So, wohin können wir denn gehen? Aha, wir können hier ganz lang latschen. Quasi bis es nicht mehr geht. Und so, wir werfen jetzt mal bis dort hinten hin. Kettenhecht. Ein 14,6 Kilo Hecht hat der Coffeeshop Kalle gefangen. Ist ja mal gar nicht mal so schlecht, ne? Da müssen wir noch ein Weilchen für. Da müssen wir echt noch ein Weilchen für kurbeln hier, damit wir auch sowas mal kriegen. Aber wir sind ja hier, um zu lernen, ne? Weil du Forellenbarsche. Wir wollen ja verschiedene Arten sehen. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ne? So ist er nicht. Das war scheinbar wieder ein Satz mit X. Werfen wir mal bis dort hinten hin. Gucken, was passiert. Das sind wie viele Meter? 48. Also am Ufer entlang ziehen.
Aber oben hat das irgendwie besser geklappt, ne? Aber werden wir rüber zum Bötchen. Zu der anderen Stelle. Und hoffen, dass was anbeißt. Nö, hier unten will er mal nichts anbeißen. Dann wächst mal wieder hoch. Ist jetzt nicht so schlimm, ne? Da fangen wir ja ganz hinten an. Und ziehen ihn zu uns runter. Die fangen alle hier Trophäenwälse. Und wir fangen nicht mal einen Barsch. So ein Arsch. Ja, 8 Meter haben wir noch. Ja, da wäre bald neu aus, ne? Habe jetzt kapiert, wo manche Angler, wenn sie an See stehen oder am Bach oder Fluss, mal an der Angel ziehen, hier kurbeln, drillen. Und manche nicht. Na, komm schon, Fischis. Und wieder auswerfen. Ja, den schauen wir nicht näher, ne? Finde ich jetzt nicht so nett. Dann werfen wir nochmal hierher. Schauen, was passiert. Oder guck mal, ob so ein Lump anbeißt. Ja, Wolli. Ich hoffe, es ist kein Hecht, weil Hechte dürfen wir noch nicht behalten. Hecht ist schlecht für uns. Ja, der klaut uns auf jeden Fall den Meter. Der Sack. So, langsam.
Langsam kommt er näher. So, um in die richtige Richtung leiten. Ja, komm, Fischi Fisch. Noch 22 Meter. Und dann haben wir ihn an Land. Ja, langsam. Langsam wird's was. Ich bin nur gespannt, was es ist. Was für ein Fisch. Ah, den müssen wir freilassen, den Grashecht. In Trophäengröße, na super. Leider nicht erfolgreich die Angelrute im Boden getroffen. Bei Dr. Dirk. Ach Scheiße. Unsere Schnur ist auch wieder fest. Scheinbar verlieren wir wieder eine Schnur. Das ist doch Kacke. Ja, Schnur abreißen. So ein Scheiß. Wir probieren jetzt mal den goldenen. Ich glaube, wenn sie die Schnur jetzt nicht wieder verlieren, dann drehe ich am Rad hier.
Ja, so eine Kacke, aber auch. Entschuldigung. Aber ich will doch nur Fische fangen. Deshalb bin ich doch hier. So. Diese Schnur holen wir noch ein. Wenn wir dann nichts dran haben. Und dann probieren wir es beim nächsten Mal halt wieder. Gelle? Wir werfen auf die gegenüberliegende Seite. Gucken, was da passiert. Ja, scheinbar passiert nichts. Ah, jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was dran. Jetzt haben wir einen Fisch an der Angel. Ja, gut, dass wir noch nicht ausgemacht haben. Dann können wir euch, kann ich euch den Lümmel noch zeigen. Oh, ich habe noch nicht erkannt, was es ist. Ein junger Forellenbarsch. Den behalten wir natürlich. Und damit machen wir erstmal wieder Feierabend hier. Ich wünsche euch was, Petri Heil. Viel Glück beim Angeln. Was das gleiche ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.